Hallo und herzlich willkommen zur Folge 25 von Let's Play Apartment Nummer 4, Staffel 2. Ich spiele hier direkt weiter, nachdem ich aufgehört habe beim letzten Mal, einfach weil es gerade so spannend ist und ich gerade so im Flow bin. Und ich dachte, eigentlich würden wir in der letzten Folge mit Marie zu ihrem Job gehen, aber dann war Oliver auf seinem Date und dann hat es nicht geklappt. Ja, apropos, Oliver hat eine Freundin. Seit letzter Folge ist er auf einmal mit Ankuli zusammen, ganz plötzlich. Ich habe das noch gar nicht richtig... Oh, warte. Nein, stopp, mach nicht das, sondern erst Flusenfilter reinigen. Oh, brennst du schon wieder? Oh. Okay, diesmal scheint es geklappt zu haben. Dann geh mal bitte schlafen. Oh, das ist immer so heikel. Meistens stirbt dann jemand, wenn der Flusenfilter nicht gereinigt ist. Okay, dann schlaf mal. Die ganze Nacht auf und ist irgendwie, ne? Der hat eine Entschuldigung dafür. Du wiederum, Amy, hast dich einfach so nicht um dich gekümmert. Was ich nicht verstehe, denn du hättest es machen können, ne? Ich meine ja nur. So, können wir hier mal das hier jeweils wegräumen. Dann würde ich gerne mit Amy möglichst so früh aufstehen. Ich glaube, den Auftritt hat sie um 12. Das heißt, ich lasse sie jetzt... wie lange lasse ich sie schlafen? Bis 10:30 vielleicht. Und dann ist sie aber immer noch müde. Naja gut, kann man nicht ändern. Und versucht dann nochmal romantische Aktionen irgendwie zu üben mit ihr. Ich hoffe, das klappt dann. Weil halt, das wäre für ihren Job ganz gut. Aber halt andererseits, wenn sie da mega müde hinkommt, nutzt das auch niemandem. Mich nervt das wirklich, dass wenn man nicht da ist auf dem Grundstück, die Sims so absurde Sachen machen. Also im Sinne von, warum muss man einem Sim sagen, dass er nachts schlafen muss, wenn er am nächsten Tag Schule hat? Warum muss man das irgendjemandem sagen? Also, wisst ihr, was ich meine? Oh, das frustriert mich. Oder wisst ihr was? Wir haben doch auch irgendwie noch romantische Sachen, die wir gewonnen haben, weil wir irgendwie bei Verabredungen dabei waren. Hier diese Dinge, meine ich. Wenn wir hier so eins hinstellen. Und die Aura aktivieren, müsste sie doch gleich auch kokett aufstehen. Das heißt, wir müssten ja nur noch die Interaktion machen. Und dann ginge das an für sich, ne? Schlaf schneller, Mädchen, schlaf schneller. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich habe das Gefühl, ich cheate in letzter Zeit so häufig mit den Tränken, die wir haben in den Sims. Mit diesem Schlafersatzding. Ach so, wen geht es hier um James? Ach so, viel lernen würde James, denke ich mal. Leistungsverbesserung klein. Deshalb werde ich das jetzt mal bei ihr nicht verändern durch Sachen. Selbst wenn sie ja technisch gesehen nicht cheaten sind, sondern im Spiel drin. Aber ja. Okay, wir lassen sie bis 11 schlafen. Sie ist ja schon kokett. Na, no, guck mal nach Christian. Spielt er mit Isa? Du wirst auch so überhaupt nicht wacher, ne? Vielleicht müssen wir irgendwann auch mal die Betten ein bisschen verbessern, also bessere Betten kaufen. Dass sie dann auch, für was kommst du denn? Die sind doch beide Sachen repariert. Dass sie dann irgendwie mehr Energie schneller erreichen. So, dann steh du mal auf, Süße. Und dann, dann steh du mal auf, Süße. Okay. Können wir ihn mal hier reinrufen? Romantisch flirten. Nee, das passt jetzt hier gerade gar nicht. Ja, ich weiß, wir müssen in einer Stunde bei der Arbeit sein. Die stressen mich ganz.
romantisch einen Kuss hauchen. Oh, kommt schon, beeilt euch. Händchen halten. Du hast nur noch eine halbe Stunde, du bist noch nicht mal kokett. Geschweige denn, hast du dann Sachen schon geübt. Wartet. Ich nehme es vorsichtshalber mal hier in das Zimmer mit rein. Okay. Ach, Wiedersehen, ich glaube nicht. Ah, okay. Okay. Können endlich ein paar romantische Sachen machen. Nein, mach nicht die freundlichen Sachen. Oh mein Gott. Und jetzt hängst du da bei dem freundlichen. Ey, das Spiel will mich doch gerade herausfordern, oder? Das möchte doch gerade sagen, Amini. Ich habe mir das überlegt. Ich würde mir gerne ansehen, wie ich dich in den Wahnsinn treibe, ein bisschen in der Ecke sitzen und kichern und dir dabei zuschauen. Was? Ah! Es hat gerade nicht. Hilfe! Warum? Warum? Ich hatte das so gut geplant. Ich hatte es so gut ausgeführt. Warum sind die Sims solche Arschlöcher? Machen nie mit, wenn man sich so Mühe gibt. Oh mein Gott. Das frustriert mich gerade enorm. Jetzt bin ich richtig sauer. Oh mein Gott. So eine bodenlose Unverschämtheit. So. Müde bist du auch schon wieder. Siehst du, du hättest einfach weiter schlafen können, wenn du ohnehin nicht das machst, was ich dir sage. Meine Güte, ey. Ihr merkt es gerade, gell? Ich bin ein bisschen richtig so. Wir machen das jetzt hier flott. Wir machen jetzt hier weniger Kennenlernen und Gedöns als beim letzten Mal, weil du bist müde. Und wir machen bei dir ohnehin jetzt nur die sicheren Sachen, weil du deinen blöden Job nicht gemacht hast, wenn ich es dir gesagt habe, und nicht nachts schlafen kannst, wenn man nicht da ist, Amy. Ich weiß, letztes Mal war ich so, oh, Amy, unsere Kleine, ich bin so stolz auf dich. Und jetzt bin ich nur... Kommt schon. Ich habe mir so eine Mühe gegeben. Ernsthaft, Amy, ernsthaft. Hatten die hier eine Stimmung selbstsicher? Ja. Was machen wir heute eigentlich hier? Ist das wieder eine Werbung? Nee, ne? Ich glaube, diesmal spielen wir bei was Richtigem mit. Ja, jetzt bist du kokett. Super. Herzlichen Glückwunsch. Unfassbar. Jetzt nutzt es halt auch wirklich niemandem mehr. So gar nicht. Erzähl mal eine lustige Geschichte. Ryan Steven macht hier Push-Ups, warum auch immer. Das steht hier voll gut. Ach, das wird jetzt doch nochmal geändert. Schade, also ich finde das gar nicht so schlecht eigentlich. Szene mit Co-Star einstudieren. Okay. Kostüm anziehen. Wo ist denn, wer ist denn unser Co-Star? Produzent. Kameramann, Kamerafrau,
Produzentin. Nee, ernsthaft, wer ist der Co-Star? Co-Star hier. Okay. Können wir uns mal freundlich vorstellen. Wer bist du denn? Okay, fremder Sim, den wir nicht kennen. Ich bin gerade so sauer, dass das nicht geklappt hat. Ich kann überhaupt nicht erklären, warum ich so sauer bin, aber ich bin so sauer, dass es nicht geklappt hat. Okay. Weil halt auch, dass das hätte alles so viel besser sein können irgendwie. Und ich hatte mich so drauf gefreut, weil es ja auch immer nur so alle paar Tage ist, dass man hier zum Job gehen kann, weil man ja zwischendrin immer die Dingens hat, die wo man sich erst bewerben muss letztendlich. Hier. Nein, warte, nee, das ist nicht das. Szene einstudieren. Ah, warte, da war es ja. Szene einstudieren. Okay, zumindest das machen sie jetzt. Das ist ja schon mal gut. Oh, jetzt ist sie müde. Tja, Amy, da musst du jetzt durch. Spaß am Set verbreiten. Okay, erzähl mir noch einen Witz und dann geht's aber los hier. Wer ist der Regisseur? Du nicht? Pass mal auf hier, weil die Sims zu doof sind, um das selbst zu machen. Können sich jetzt bitte mal alle um sich kümmern? Weil normalerweise ist das doch die Standardeinstellung, dass sich die Sims um sich selbst kümmern. Warum hier nicht Trinkgeld geben? Oh, wo ist der Produzent? Der Regisseur meine ich, nicht der Produzentin. Wie viele Produzenten haben wir denn hier, meine Güte? Produzent. Irgendwo haben wir doch auch einen Regisseur. Visagistin. Kamerafrau. Special Effect Technikerin. Kostümstylistin. Ach, hier. Ich kann es übersehen. Fröhlich vorstellen. Mach mal das. Tja, du bist müde. Hättest du doch heute Nacht nur mal geschlafen. Dann hättest du auch ganz in Ruhe die romantischen Szenen üben können. Dann wärst du jetzt auch vorbereitet für deinen Job. Ne? Meine ich jetzt ja nur mal so. Als Gedankengang. Aufwischszene. Hier? Okay, das ist Comedy, das haben wir geübt. Das können wir riskant machen. Ich meine, wir sind nicht ausgeschlafen. Wir haben keinen Spaß und wir haben Hunger. Weil wir uns nicht um uns selbst kümmern konnten. Aber wir haben im Prinzip haben wir das geübt. Witz erzählen. Riskanten Witz erzählen. Nur im Flirten sind wir nicht so gut, ne? Ich glaube, das war nicht so gut.
Hör auf zu singen. Oh, wir haben eine Kussszene. Tja. Hätten wir nur die Sachen geübt vorher, dann könnten wir es hier riskant machen. Ne? Naja. Wobei, ich meine, vielleicht ist das auch eher Amys Stil, dass sie eher für lustige Sachen bekannt ist und nicht so sehr für romantische Szenen. Das kann ja auch sein. Ich habe das Gefühl, ich war heute schon sehr hart zur armen Amy, aber halt andererseits, sie war halt auch heute wirklich schwierig drauf. Okay. Tja, magst du dir hier noch was zu essen nehmen, Süße? Wir hätten es davor machen können, aber ich hatte Angst, dass du dann halt so komplett müde bist und keinen Spaß hast, dass du den Auftritt nicht richtig machen kannst. Deswegen hatte ich das so ein bisschen vorgezogen. Ich meine, zumindest haben wir Silber. Naja, zumindest etwas. Wir sind so befördert. Ach, sind wir jetzt auch Star geworden? Nee, okay. Warum sind wir denn befördert? Wir haben einen total schlechten Job. Also nicht total schlecht. Wir sind Level 4? Oh, sie hat Fleisch gegessen. Ach, sorry, Amy, das war jetzt ich. Dann ist das mal nicht weiter. Dann ist man bitte hier von was. Ich meine, gut, jetzt war es nicht total schlecht, das ist übertrieben, was sie gemacht hat, aber sie hat jetzt auch nicht irgendwie richtig... Wir sind schon Level 4? Das ist ja bekloppt. Süße, möchtest du danach mal deine Agentur anrufen? Naja, zumindest hat es so ganz gut geklappt, ne? Wenn sie befördert wurde, wenn das alles funktioniert hat. Wir haben auch ziemlich viel Geld bekommen, ne? Über 1000 Simoleons. Auf jeden Fall, weil wir hatten heute Morgen, glaube ich, 700 noch was. Oder 7000 noch was. Okay. Dann such mal nach neuen Auftritten, Liebes. Ach, du bist müde. Tja, hättest du heute Nacht ja nur mal geschlafen. Okay. Pharmazeutika finde ich irgendwie nicht so geil, ehrlich gesagt. Kriegen wir auch nicht so viel Geld für. Wilde Flammen. Level 3 Comedy haben wir. Das könnten wir auch machen. Level 3 Fitness, weiß ich gar nicht, was wir da haben. Vielleicht machen wir lieber mal das. Ich habe das Gefühl, Amy wäre ohnehin mehr so in der Comedy, im Comedy-Bereich, weil sie hatte ja auch hier Spinnerin als Dings. Ist ja am Dienstag, also morgen um 19 Uhr. Level 3 der Comedy-Fähigkeit haben wir schon. Ja. Okay, dann kannst du jetzt mal nach Hause gehen, Liebes. Ja, ist im Moment noch schlecht, weil ich vergessen habe, dass sie Vegetarierin ist. Tut mir leid, Amy. Tut mir leid. Jetzt sind wir für diese Folge sozusagen quitt. Du hast dich doof angestellt und ich habe mich auch doof angestellt. Okay. Hier parken die ganzen Limousinen davor. Was für ein krasser Clip war das denn, den wir hier gefilmt haben? Oder sind die von den Studios drumherum? War dieses Filmset ist super schön gemacht, ne? Können wir mal darüber reden? Das sieht richtig toll aus. So, wir sind hier. Es ist schon wieder Abend. Okay. Dann hat Isa da hingemacht. Das macht sie doch sonst nie. Kannst du mal schlafen? Wie geht's dir? Du könntest vielleicht dann mal zur Toilette gehen und dann mit dem Hund mal spazieren gehen. Vielleicht mal an Lieblingsstelle kratzen und dann, warum nicht, können wir mal joggen gehen mit dem Hund, könnten wir auch machen. Okay, du musst auf jeden Fall zur Toilette und dann mal duschen.
Du könntest mal was essen. Du kannst schlafen, genau, und bei dir? Du kannst gleich zur Toilette, wenn Margot gegangen ist, und kannst danach auch was essen zusammen mit Marie. Okay. Tja. Ah, genau, warte, was wir mit dir auch noch machen wollten. Das eine der Gruppen wolltest du, Buchclub, Hausaufgabengruppe. Entweder aus der Gruppe oder aus der. Da sind aber so wenig Kinder nur drin. Dann vielleicht hier. Können wir da vielleicht mal Mitgliedschaft annullieren? Genau. Dann gehen wir hier mal zu. Natürlich hast du eine Gruppe. Die hattest du doch gegründet. Hier WG-Freunde. Warum ist Amy denn da nicht drin? Ach, vielleicht weil es nur für Teenager war, ne? Ich dummerle. Okay. Warte, wer ist denn hier? Margot ist im Moment hier, weil eigentlich war Amy der Chef, aber jetzt ist es Margot. Dann müssen wir hier das mal löschen. Und dann fügen wir hier mal hinzu. Okay, John kann noch eine Weile drin bleiben, aber halt, wenn Amy, wenn Marie später, mein Gott, Namen, wenn Margot später mal einen anderen Freund oder Freundin haben sollte, dann sollten wir John vielleicht rausnehmen. Aber wir könnten jetzt Miriam, nee, Ankuli würde ich gern hier noch hinzufügen. Kennst du Ankuli? Kannst du sie hinzufügen? Ankuli? Können wir sie nicht hier hinzufügen? Nein. Kannst du vielleicht Sims hinzufügen? Ja. Kannst du Ankuli hinzufügen? Ja. Seht ihr so, das ist doch jetzt direkt schon besser. Okay. Haben wir hier die ganzen Leute? Ah, warte, Christian ist auch nicht hier drin. Ah ja, dann sorry, John, dann musst du doch raus. Weil dann muss Christian wieder rein, natürlich. Okay. Das tut mir leid, sonst hätte ich dich da noch ein bisschen drin gelassen. Aber wir können ja hier noch ein paar Punkte mehr verdienen, kann irgendwann der Partner von. Das ist eine große Sache. Die Prognosen sind da und die Leute sagen, dass deine Leistung unerwartet und ordentlich war. Da kann man es zusammenfassen. Wie cool ist das denn? Du hast erfolgreich bei einer echten TV-Show mitgewirkt. Das ist wirklich cool. Da gibt's nichts. Was für ein Ding ist das eigentlich, wo wir unser nächstes Ding hier haben? Wir casten den nächsten trotteligen, aber liebenswerten Kandidaten für Staffel 6 von Wilde Flammen. Oh, ist eine richtige Serie. Trottelig und liebenswürdig. Das kriegen wir hin. Unter den Sternen, in den Laubhaufen und zwischen den Schlafsäcken. Die Flammen der Liebe brennen heiß rund um den See von Camp Wildnis. Schalte ein und habe Spaß mit deinen liebsten Campingbetreuern. Ah, das heißt, wir müssen wahrscheinlich aber wieder romantische Sachen machen, ne? Dann müssen wir, also erstmal, ich stelle das jetzt hier mal wieder ins Inventar. Dann, das müssen wir irgendwie dann aber besser hinkriegen als heute, bitte. War heute mal ein bisschen doof. Ja. Ihr geht joggen hier. Ihr sagt, sag mal, wenn du geduscht hast, kannst du hier die Sachen dann hier auch mal säubern. Jetzt kommt Christian hier hin. Was passt hier nicht? Ich weiß nicht, ups, ich weiß nicht, was ich hier verstellt habe und ich weiß nicht, was dir nicht passt. Du könntest hier dann mal verwenden und dann auch was essen, wenn du möchtest. Wir können hier auch mal das verdorbene Essen rausstellen, natürlich. Und du könntest hier mal Pfannkuchen essen. Du könntest hier mal alle Tierschüsseln auffüllen und dann hier das weiter essen. Die Sims kriegen auch nix alleine hin, wirklich. Nix. Nix, nix, nix. Ganz schlimm. Okay, aber wir sind zumindest, so weit sind wir, ach guck mal, hier ist auch dreckig. Nächste Folge müssen wir vielleicht wirklich mal eine Folge machen, wo die Sims ein bisschen ruhigeren Tag schieben und irgendwie mal hier Sachen machen, was ich ja vor 2 Folgen schon machen wollte. Naja. Jedenfalls, das war doch soweit so gut.
du stehst da halb in der Baustelle drin. Okay. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!